Es fängt an zu regnen. Ding, Level up. Modifier und Reinforced. Naja. Also Modifier ist schön. Für später. Ja. Und dann kommt hier nachher noch eine Reihe hin. Können wir das immer so schön weitermachen oder spricht da irgendwas gegen? Nö, wir haben in der Mitte immer die Fluiducts. Die führen zu dem Tank hier. Und der Tank wird instant leer gemacht. Ist alles gut. Okay. Exportbus, du. Dahin, dahin. Dich noch einstellen, dass du bitte Kobbel exportierst. Dich noch einstellen, dass du Kobbel bitte exportierst. Dich einstellen, dass du Kobbel exportierst, auch wenn du noch gar nicht brennst unten. Aber das ist egal. Dafür brauchen wir das Feuerzeug. Und ich brauche mehr Terminals. Ich hatte, glaube ich, schon welche gebaut. Kann das sein? Nö. Also ich hätte gerne wirklich auf jeder Plattform, egal für was sie ist, ein Terminal. Ist jetzt nicht so wirklich super notwendig, aber praktisch. Und spart halt Laufwege. So, ich hätte jetzt gerne mal Flint in Steel. Genau das da. Und eigentlich schon die Exporte, aber dafür brauche ich die goldenen Chips und dafür brauche ich das Silikon und dafür brauche ich Zeit, bis es geschmolzen ist. So, klick, klick. Klick, 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 klick. So, das heißt, wir produzieren jetzt ein Crucible mehr Lava pro Tick als vorher, weil die hier alle noch keinen Kobbel haben. Wobei ich das Kobbel einfach so reinschmeißen könnte. So, einfach gedrückt halten, rüberlaufen, gut ist. Hält zwar nicht ewig, aber arbeitet wenigstens schon mal. Ducts. So. Klick, 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 klick. Die brauchen alle noch ein so ein Servo. Aber das ist nicht schlimm, davon haben wir noch recht viele vorrätig und die können wir auch recht schnell herstellen. Nee, 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 da muss es rein. Das war schon richtig. Das da kann weg. Das da kann auch weg. Also es dürfte eigentlich keine Probleme machen, wenn er jetzt einen Absauger hat an irgendeiner Maschine, die man gar nicht absaugen kann. Aber es sieht halt ein bisschen doof aus. So. Also Exporter fehlen noch, dann kann hier die nächste Reihe schon mal geplant werden. Also ich kann schon mal das Netherrack platzieren. Und der kann jetzt auch... Oh, ups. Die kann jetzt auch länger als da drüben. Und wozu genau hatte ich die Fackeln gelegt? Die waren nur eine Markierung, richtig? Weil ich denke mal, durch das Feuer wird das hier schon hell genug sein. So. Oh, das könnte auch dienen zur Feuerbekämpfung. Weil auf dem Feld dann kein Feuer entstehen kann, sozusagen. Weiß ich gar nicht. Testen. Gucken wir mal, ob alles abbrennt. Und wenn nicht, dann braucht man überall Fackeln. So, 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 so. Ja, ganz viel Lava. Ah, ich freue mich schon, wenn wir überall Energie haben. So, so, so. Und in Bezug auf die Energie gab es auch schon öfters den Hinweis auf Energietransport via ME-System. Das kenne ich noch gar nicht. Das klingt sehr spannend. Also normalerweise habe ich das immer so gemacht. Wie habe ich das damals gemacht? Ich glaube ganz normal mit den Conduits. Weil es gab auch noch keine Fluid-Exporter und Importer. Die sind für mich auch noch relativ neu gewesen. Also ich konnte nicht unser cooles Zwergen-Lava-Netz machen, was wir jetzt haben. Das heißt, man kann irgendwie die Energie direkt über die Kabel laufen lassen. Das heißt, wir stellen einfach die Dynamos da hinten auf und saugen dann, wie auch immer, da muss ich mir die Blöcke nochmal für angucken, wir saugen dann wie auch immer die Energie aus den Dynamos in das ME-System. Und da gibt es dann eventuell einen ähnlichen Block wie diesen Fluid-Block da oder das Terminal, wo man nachgucken kann, was für Energiearten gerade im System vorhanden sind. Das klingt echt abgefahren und noch überpowerter, als es alles sowieso schon war. Weil da hat man ja quasi eine unendliche Energiebatterie. Oder braucht man dafür auch irgendwelche Chips, die man in so ein Terminal stecken muss da? In so ein Server-Rack. Ich guck mal ganz kurz. Applied. Was haben wir da? IO-Port, war das das?
Es klang so ähnlich. Heatvent, nein, kenne ich, kenne ich. Alles, was ich kenne, wird es nicht sein. MEIU-Port. Braucht zwei Server. Also zwei Drives. Ja. Power Relay, Condenser, Energy Cell. Die da wollten wir auch noch bauen. Nee, es wird dann wohl der IO-Port sein. Obwohl, es gab... es gibt ein Pattern. Nee, nicht Pattern Provider. Nicht das da, sondern ein anderes Ding. Da konnte man die Chips, also die Speicherchips, programmieren. Und denen sagen, bitte tu in Slot 1 nur Kobbel und in Slot 2 nur Planken. Ich glaube, das war das IO-Port-Ding. Damit konnte man die Speicherung, also was wo abgespeichert werden soll, konnte man kopieren auf andere Chips. Na gut, da müsst ihr mir in den Kommentaren schreiben, welches davon ich genau bauen soll. Dann probiere ich das in ein paar Folgen mal aus. Jetzt bauen wir aber erstmal hier weiter. Das heißt, ich gehe nach oben, hole mein Silikon. Silikon, da. Ganz viel Silikon. Baue damit die goldenen Chips. Irgendwas mit Assembly hießen die. Da, was sind da komische Brillen? Sonic Glasses. Nein, nein, ich hätte gern das da. Ja, wir brauchen bald ein neues Quarz-Cutting-Ding. Und wir haben kein Silikon mehr. Da, rein, rein. Mach voll. So. 13 Stück. Die kommen gleich mal alle damit. Weil die müssen gleich eingeschmolzen werden. Und dann können wir 13 Exporter schon mal bauen. Die Mitte hier war in dem Ding drin, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, alles richtig, alles gut. Was machen wir auf der Plattform da hinten? Desert, Desert, River. Schon mal schön, dass unter den Plattformen jetzt auch andere Plattformen sind, wegen Runterfallen und so. Sonst wäre das hier dezent tödlich. Ja, was ich auf der Plattform direkt mache, habe ich noch keine Ahnung. Also wir könnten noch mehr Farmen bauen, weil es wurde in den Kommentaren erwähnt, obwohl das eigentlich schon wieder ein Exploit ist und ich exploite nicht gerne, dass wenn wir keine Weizensamen nehmen würden, sondern die anderen Samen, zum Beispiel von Kohl oder dergleichen, also von Mods, die bringen 10-mal so viel Samenöl wie die Vanillasamen. Aber das ist, denke ich mal, nur ein Fehler gewesen von JadeCat. JadeCat hat einfach nur die Vanillasamen umgeschrieben, damit es schwieriger ist, am Samenöl ranzukommen, hat aber vergessen, dass die ganzen Mods ja auch Samen hinzufügen und dass sie dann bei jeder Textdatei einzeln hinschreiben muss, dass die dann auch nur 10 Samenöl produzieren. Dementsprechend würde ich das, glaube ich, ungern ausnutzen. Das kann natürlich auch von ihr beabsichtigt sein, das weiß ich nicht. Ich finde die Diskrepanz halt so krass. Das Vanillasamenöl bringt nur 10 Mikrobuckets und alle gemoddeten Samen bringen 100. Das, muss ich noch mit meinem Gewissen vereinbaren, ob ich das machen will oder nicht. Aber ich denke eher nicht. Es klappt ja auch so. Und so viel Samenöl brauchen wir nicht. Wie viel haben wir davon eigentlich im System? Bestimmt nur ein paar Buckets. Das zieht sich echt. Zumal wir ja auch das Ding von Hand befüllen, ne? Falsches Terminal. Da. 3 Buckets. Ja, das braucht eine Weile, aber wir brauchen es ja auch nur für die Bienenzucht, also ist ja schon okay. Oh, Licht. Überall schön dicht machen, so. Bei dir kommt gar nichts mehr rein. So, weil die Dinger erst hochkombiniert werden müssen. Ja, okay, da sollte ich auch zwischendurch dran denken. Iron. Oh ja, sehr schön. Du, da rein, flupp, weg sind sie. Du, dahin, rein. So, der macht jetzt richtig schön die ganze Zeit weiter Eisen. Theoretisch könnte ich das mit allen anderen Metallarten ja auch machen. Also, es wäre schick für alles, einen extra Hochofen zu haben und so. Aber ich
Wir haben hier noch Platz für ein paar. Also Aluminium vielleicht noch und Tin. Guck mal gerade mal. Alum da. 500. Ja. Alles da rein. Das heißt, die nehme ich mal mit, also einen davon. Dann hätte ich gerne noch Gold. Einen davon. Ups. Na? Warum? So. Ein da, ein da, ein da, ein da. Was brauchen wir noch? Eisen, Gold, Tin eventuell. Ah, ist jetzt viel vorhanden. So, das sollte doch erstmal reichen, weil das Ding wird da sonst nicht hinterherkommen. Das heißt, du exportierst jetzt bitte auch das da und das da und das da und das da. Auf dass unsere Metallvorräte steigen mögen. So, Ramsch wieder rein. Rein, 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 rein. Ja. Genau, jetzt hoch zu den normalen Furnissen. Da die Chips rausholen. Und Silikon. Da, 13 Stück. Daraus hätte ich gerne die runden Dinger, daraus die schwarzen Dinger und daraus den Rest. Porter. Klick, 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 klick. Basic Porter. Schwarzes Ding, rundes Ding. Da. 13 runde Dinger. Zehn schwarze Dinger. Sehr gut. Wie viele brauchen wir eigentlich? Ich habe gerade so schön viele davon. Ich will die nicht unbedingt gerade alle verbrauchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Au. 9, 10, 11, 12, 13. Das ist ein Zufall. Ah. Aber ich habe noch zwei im Inventar, also ich hätte gerne 11 Exporter. Da. 1, 2, 3. Ups. Nicht wieder Pistons. Komm schon, tu mir das nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Ein paar da rein. Basic Export passt so. Was? Achso, der schon vorkonfiguriert, dass da Kobbel exportiert werden muss. Also noch 8. 1, 2, 3, 4, 5. Kein Eisen. Seriously? Jo, kein Eisen. Okay. Also, es hat mich schon gewundert, dass wir überhaupt so viele herstellen konnten. Weil das ist ja echt viel Eisen, ne? Für das runde Ding braucht man 4 Eisen. Für das eckige Ding, der schwarze, braucht man nochmal 4 Eisen. Und dann für den Exporter auch nochmal Eisen. Also ihr seid schon eingestellt, ne? Ja, ihr seid eingestellt. Das heißt, die hinteren drei brauchen noch Kabel. Sizzle, sizzle. Muss echt ungemütlich sein hier oben drauf. Oh, und wir brauchen noch eine Verbindung zwischen den Dingern. Hier. Ich habe keine Kabel dabei. Das ist jetzt nicht so schön. Stellen wir die kurz ein, damit ich es nachher nicht vergesse. Dann holen wir ein ME-Kabel. Und die Servos für die Ducts. Da und da und da und da. So. Laufen, 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 laufen. Kurz gucken, was unser Lava-Vorrat macht. 184. Sehr schön. Ich hätte gern Cable 1. Davon brauchen wir auch bald neue. Das kann weg. Dann brauche ich gerne noch Servos. Ruhig ein paar mehr. Okay. Hops. Ja, das sieht doch schick aus. Sehr, sehr schön. Da, 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 da. Eine leere Hand. Du arbeitest immer. Du arbeitest immer. Du arbeitest immer. Musste gerade wieder an Arbeit macht frei denken. Meine armen, armen Crucibles.
Ihr werdet niemals hier rauskommen, ihr werdet durchgehend nur Lava produzieren. Schnüff. ME-Kabel hier. Klick.